Riesenbaum, Fragezeichen? Nö, normaler Baum, okay. Noch ein Setzling, gut. Wieso habe ich denn so wenig da? Da liegt noch einer. Ich muss mal die ganzen Setzlinge einsammeln hier. Ich habe so wenige. Das kann doch nicht sein. Huch. Wie groß ist einfach dieser Canyon, Alter. Wie riesig einfach der Canyon ist. Guck dir das mal an. Der geht bis da hinten noch. Ich kann jetzt nicht ranzoomen, weil ich immer noch kein Optifine habe, weil das immer noch nicht verfügbar ist. Inzwischen war der Progress, glaube ich, bei 60%, also der Fortschritt der Aktualisierung von Optifine, weil da halt sehr viel umgeschrieben muss. Weil da halt sehr viel umgeschrieben werden muss, dauert das halt ein bisschen und jetzt sind sie da irgendwie bei 60% oder so. Aber immer noch nicht sehr viel, das wird wohl immer noch ein bisschen dauern. Noch lange Zeit wird das in Anspruch nehmen. Ich muss mal nach oben gehen und mal pennen. Oder? Ja, muss ich mal. Was ich aber mal machen möchte, ist das hier. Und dann möchte ich mal das hier einmal ganz kurz ein Stückchen nach oben versetzen. Und dann das Bett, da ist es ja. Warte, so. Genau, das setze ich jetzt mal dahin. Gute Nacht. Und guten Morgen, Mensch. Da bin ich schon wieder wach. Und kann jetzt tatsächlich hier mal ausbauen. Nee, warte mal. Ich wollte erstmal diesen komischen Ton sammeln. Da muss ich mal ganz kurz hier graben gehen. Es hilft ja nicht. Ich brauche ja den Ton. So, hier kriege ich natürlich nicht den richtigen, aber das ist ja wieder ein anderes Problem. So. Wie weit will ich das denn ausbauen? Weiß ich gerade gar nicht. So, warte. Hier runter. So. Ich grabe jetzt erstmal eine Seite weg. Hier oben ist auch schon wieder weißer, den ich auch brauche tatsächlich. Ist das hier gebrannter Ton? Ja, den brauche ich auch. Und zwar en masse sozusagen. Oh, warte mal, habe ich jetzt... Nee, habe ich jetzt zu viel weggegraben? Weiß ich gerade gar nicht. Hier muss ich, glaube ich, nochmal einen hinsetzen. Ja, muss ich mal. So. Was ist das denn hier? Hier ist Erde, das geht so nicht. Da muss, glaube ich, eh der rote hin, ne? Da muss der rote hin, genau. Das müsste dann so passen, wenn ich jetzt hier Stufen hinmache, müsste ich hier runter... Nee, dann stoße ich mir deinen Kopf, ne? Ah, dann muss dann tatsächlich doch noch weg, okay. Gut. Oder ich mache da oben halt auch die umgekehrten Treppen hin, was aber nicht so geil aussieht, glaube ich. Halt, warte mal. Das muss auch nochmal weg. Und ich muss mal gucken, wie ich denn jetzt hier... Warte mal, das muss... Ich grabe jetzt erstmal den Boden weg und danach die Decke. So, das ist ein bisschen einfacher. Das bringt mich nicht ganz so durcheinander. So, und das ist so viel zum Weggraben. Hier so viel. Was ist denn das? Kann doch nicht sein. Muss doch bald durch sein hier. Ah, ist doch ein bisschen mehr. Okay. Naja, ich will mich ja nicht beschweren. Vor allem den gebrannten Ton werde ich noch brauchen. Beziehungsweise den weißen. Und zwar ganz schön viel. So, und was ist das da für welcher? Braun gefärbter. Okay. Ja. Oh. Ich brauche vor allem auch mal Licht. So, warte mal. Jetzt einmal hier nochmal runtergraben. So, ich bin gleich unten, okay. Gleich bin ich unten, gleich bin ich unten. Das ist praktisch. So, die Wände lasse ich, wie gesagt, so. Einfach nur, weil es eigentlich gar nicht so schlecht aussieht, muss man ja zugeben. So, ist das hier, ist das gebrannter Ton? Weiß ich gerade gar nicht. Das ist gebrannt, okay, das ist auch gebrannter Ton. Das erkennt man manchmal ganz schön schlecht. So, gut. Gleich bin ich unten und gleich ist die Spitzhacke im Arsch. Also nicht wortwörtlich nehmen, aber fast, naja, ihr wisst, was ich meine. So, da, schon wieder dunkel. Ich grabe immer die Fackeln weg, ich bin da so schlau einfach. Es ist unfassbar und die Musik ist gerade so laut. So, ja, noch mehr Ton. Das ist, glaube ich, was ist das, hellgrauer, ne? Ja, natürlich. Genau den, den ich nicht brauche, verdammt. Das ist, glaube ich, weißer hier. Wenn ich mich nicht ganz irre. Okay. Yep, das sollte jetzt passen, alles. So, jetzt muss ich nochmal nach oben gehen und von oben aus alles richtig abgraben, was ich noch... Oh, hier liegt ja noch was. Alles nochmal richtig abgraben. Huch, hier komme ich so nicht hoch. Hier noch weg, genau. So. Und dann habe ich hier, glaube ich, sogar einen zu viel abgebaut. Nein, das war auch zu viel Mist. Na egal. So, kann ich ja wieder richtig machen.
So, und die Spitzhacke ist gleich kaputt. Na, sowas. Eine habe ich noch. Krass. Wie schnell hier die Spitzhacken einfach verschleißen, ne? Schon unfassbar. So, das Gute ist, ich kann jetzt theoretisch hier überall Fackeln anhängen. Ich würde jetzt fast sagen, ich mache das jetzt hier oben zum Beispiel gleich mal und dann 1, 2 hier mal. Und dann 1, 2 hier und naja, da fehlt noch gelb gefärbter Ton, der sieht ja hässlich aus. Da mal und dann 1, 2 hier. 1, 2, ja Mist. Da muss erstmal weg. Hier kommen dann nochmal Fackeln hin und dann habe ich keine Fackeln mehr. Was ist das denn? Das geht ja nicht. Da unten ist noch, da hängt noch eine. Aber ansonsten muss ich echt mal, ich muss mal wieder in eine Höhle gehen und mal Kohle sammeln. Ich habe leider sehr wenig Kohle. Ich finde da auch nicht gerade die besten Schätze an Kohle. Das ist auch nicht so toll. Da ist noch eine Fackel, die ich jetzt habe. Dann mache ich jetzt mal 1, 2, hier eine ran. So. Ja, und jetzt erstmal wieder hoch. Da müssen auch noch Treppen hin. Verdammt, ich muss so viel machen noch. So, dann springen wir mal wieder. Einfach wieder rauf. Und dann haben wir jetzt erstmal ein bisschen weiß gefärbten Ton. Das ist sehr viel, wie man sieht. Wir können uns aber mit diesem wunderschönen Knochenmehl und diesem gebrannten Ton noch mehr weißen Ton herstellen. Das hatte ich ja schon mal gezeigt. Knochenmehl ist da. So, noch mehr weiß gefärbter Ton. Und hier kriege ich noch mehr raus tatsächlich. Und noch mehr. So, und dann aber auch nichts mehr? Nö. Okay. Ich weiß gar nicht, ob man anderen andersfarbigen Ton auch noch färben kann. Habe ich gerade echt keine Ahnung. Ich glaube, ich muss mir hier mal eine Tonkiste hinstellen. Naja. So, jetzt erstmal schauen. Okay, hier wollte ich doch noch ausbauen. Jetzt muss ich erstmal hier, das muss ich gleich mal richtig machen, so. Okay, und jetzt hier mal so. Und so. Und jetzt hier so, genau. Und dann habe ich zumindest schon mal, ach, das wollte ich ja komplett wegmachen sowieso. So, leider muss das alles weg, das Glas auch, das tut mir leid, aber es hilft ja nicht. Das sitzt hier leider alles falsch. Ich wollte das Haus noch weiter ausbauen. Das ist mir doch noch ein bisschen zu klein. Weißt du, wollen wir mal ein bisschen größer bauen. Wir müssen nicht so klein bauen immer. Ne? So. Bisschen Holz werde ich auch noch brauchen. So. Das Glas muss auch weg. Und zwar auf der anderen Seite genauso. Oh. Ach, das ist auch noch Glas. So. Und so. Gut. Und dann geht das Ganze hier nämlich weiter. 1, 2, 3. Da kann ich theoretisch, wenn ich sie denn habe, Erde hinsetzen. So, und dann 1. Das waren jetzt 4, ne? Genau. Mach ich mal so. Und dann 1, 2. 1, 2. Und hier muss dann Holz hin. Moment. Davon habe ich natürlich sehr viel, wie man sieht. Mist. Okay, wie viel waren das jetzt hier? 4. Und hier kommt dann das hin. Ich muss gerade mal gucken. So. Okay. Gut. Und hier kommt dann nochmal das hin. 1, 2, 3, 4. Und hier kommt nochmal der hin. 1, 2, 3, 4. Der hier hin. Huch. Okay, die Bäume müssen weg. Das ist gut, denn ich brauche eh das Holz. So, die ganzen Bäume, alle weg. Alle weg, alle müssen weg. So, das wird ja echt ein großes Haus. Das wird doch größer als gedacht, aber das stört ja nicht. So. Ne, wir müssen ja nicht unbedingt ein kleines Haus bauen. Wir können ja einfach mal ein bisschen übertreiben. So. Habe ich ja beim ersten Haus auch zum Glück nicht gemacht. Und dann 2 Milliarden Folgen lang Cobbles gesammelt, um das Haus fertig zu kriegen. Nö, gar nicht. Nö, das war alles im normalen Bereich für so ein Let's Play, das war alles, ja, ne, kann man alles so machen. Das ist nicht das Problem. So, hier muss auch nochmal das hin, genau, so, hoch. Okay, ich hoffe, das geht hier überhaupt weg, weil ja da noch diese Baumstämme da unten liegen. So, das muss jetzt dahin, 1, 2, okay. Und dann mache ich hier unten mal noch das hin, 1, 2, 3, 4. Dann kommt der hier hin. Und dann nochmal, ja, hier nochmal 1, 2, 3, 4. Passt genau.
Gut, ich kann noch zählen. Hey, ist das nicht toll? So, jetzt das Ganze auf der anderen Seite nochmal. Juhu, da freuen wir uns doch alle. Und jubeln. So, gut. Yeah. Toll. So. Ich hoffe, wenn ich jetzt die Fackeln außen setze, hoffe ich mal, dass es reicht, um alle Monster hiervon abzuhalten. So. Ich bin mir da aber gar nicht sicher. Das Glas muss auch nochmal weg. Und das hier muss auch nochmal weg. So. Genau. Und dann müssen wir hier mal das hinmachen. Moment. Dieser Baum hier muss auch weg. Das ist ja... Hä? Hä, hier sind wieder nur Blätter. Wo ist denn... Ach, da... von so einem Riesenbaum bestimmt wieder. Ist das immer noch vom gleichen Riesenbaum? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, ein Apfel. Hä, kann ich... Ah, nee, ich bin ja voll gefressen gerade. Okay, warte. Hier müsste theoretisch das hin, genau. Hier müsste ich eigentlich auch nochmal abgraben. Das bisschen Erde da. Und dann hier 1, 2, 3, 4. Und hier ist dann auch Schluss. So, und dann hier nochmal. 1, 2, 3, 4. Und hier. Und das Ding muss auch weg, so leid es mir tut. Und dann, das ist auch normaler gebrannter Ton, ne? Ja, okay. Okay, 1, 2, oh. Hoch. Hier kann ich sogar Erde hinmachen. Naja, es lohnt sich jetzt voll. Das waren jetzt 2, 3. Hier muss jetzt wieder Holz hin. 4. Und halt Erde und einen Baumstamm. So. Ne? Genau. Und dann muss ich das gleich mal später fertig machen. Jetzt muss ich erstmal pennen gehen. So, bevor die Monster hier anfangen zu spawnen. Ich muss mal einen Schluck trinken vor allem. Warte mal. So, ich bin heute ziemlich... Irgendwie bin ich heute so fertig. Ich weiß auch gar nicht, warum. Verstehe ich gar nicht. So, warte. So. Okay, wieder hinuntergehen jetzt. Und dann mache ich nochmal hier ganz kurz fertig. Hier kommt Holz. Genau. Oh. Ja, habe ich sehr viel Holz. Mist. So. Genau, dann kommt der Baumstamm aber auch noch dahin, und zwar hier. Und hier muss ich auch nochmal durch Holz ersetzen, weil das sieht sonst irgendwie komisch aus, wenn das Haus einfach nur auf Sand, auf Erde drauf steht und nicht auf Holz. So. Also ich meine, so steht es natürlich auch auf Erde drauf, aber man sieht es halt nicht. Ne, es könnte da jetzt theoretisch auch... Ach, hier fehlt ja noch was. Wieso fehlt denn da was? So, okay. Ich mache jetzt hier schon mal fertig soweit. Gut. So. Hier. Und dann hier nochmal. So. Und dann hier nochmal. Und dann hier nochmal. Und wieder wunderschöne Musik von... Was ist denn das eigentlich? Ach, schon wieder Ultima 9. Das gibt's ja gar nicht. So, ich glaube, dass die spawnt nicht mehr, wenn ich das so da hochgesetzt habe. Das na, den Baumstamm da, deswegen nicht. So, okay. Huch, der ist falsch. Warte. Mach ich gleich mal weg. So, können wir ja so da nicht stehen lassen, ist ja falsch. Genau. So. Ha. Tja, und jetzt... noch weiter bauen. So, das dauert recht lange eigentlich. Warum eigentlich? Es kommt einem gar nicht so vor, als müsste es unbedingt lange dauern, aber es dauert trotzdem ziemlich lange. Oh, da muss ja nochmal eine Schicht drauf. So, warte. Halt. Ach so. Ja, gut. So ist richtig. Und dann muss das hier hin und dann nochmal das und dann einmal so. Oh. Ah, ich habe noch genug. Gut. Ich habe noch was. Das ist praktisch. Auf jeden Fall. So. Komme ich eh nicht ran.
Ah, Entschuldigung. So. Also ich bin irgendwie zum Jahresende, werde ich irgendwie total fertig dieses Jahr. Ich weiß auch nicht, das liegt vielleicht daran, dass ich in letzter Zeit so viel aufnehme einfach. Das ist unfassbar. Es sind ja meistens über 3 Stunden am Tag. Und da bist du nach einer Zeit echt ganz schön fertig. Ich weiß gar nicht warum, eigentlich macht mir das Spielen ja Spaß. Vielleicht liegt es auch an den anderen Sachen, die ich noch machen muss. An dem ganzen Schneiden und was weiß ich. Und daran, dass ich so schlecht schlafe in letzter Zeit irgendwie. So. Hier ist noch ein Apple. Hier muss eh weg, genau. Und zwar ganz schön viel weg. Erstmal diese Schicht und dann die da drunter auch nochmal. Das ist dann doch... Ah, doch, das Haus ist dann doch recht groß geworden. Ich glaube, das geht aber so. Das kann man, glaube ich, so anbieten. Von der Größe her. Ja, doch. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Finde ich jetzt. Oder? Was meint ihr? Also ich finde, das geht eigentlich von der Größe her. Könnte schlimmer sein. So, jetzt würde ich eigentlich gerne sogar die... Nee, die Fenster muss ich erst reinsetzen und den Boden fertig machen. Und dann vielleicht die Brücke erstmal weitermachen. Würde mich auch reizen. So. Wäre echt reizend, sowas zu tun. So. Ach ja. Und jetzt erstmal das hier hinsetzen. So. Ach ja. Boah, ich könnte jetzt echt pennen. Ich bleibe in letzter Zeit auch immer bis um 4 irgendwie wach oder so. Ich weiß auch nicht warum. Wieso tue ich mir das eigentlich an? Weiß ich auch nicht. Irgendwie kann ich auch nicht vorher pennen. Kennt ihr das? Dass man immer so lange wach bleibt und dann trotzdem so früh aufwacht morgens. Verstehe ich gar nicht, warum das so ist. Na gut. So. Da vorne bekomme ich nochmal ziemlich viel roten Ton, aber das kann ja auch nicht schaden. So. Alles muss weg hier, die ganze Erde. Ich hoffe mal, dass ich hier auch noch irgendwann meine Höhle finde, wo ich richtig mal Diamanten finden kann und sowas. Da habe ich in letzter Zeit ja sehr wenig Glück in Minecraft. Kommt mir jedenfalls so vor. Tja, okay. Hier ist noch ein bisschen rotes Canyon, Ton, Dings, was auch immer. Bestehen echte Canyons eigentlich auch aus Ton? Ich weiß das gar nicht. Also aus gebranntem Ton oder woraus bestehen die? Weiß das jemand von euch? Also jetzt zum Beispiel der Grand Canyon, woraus besteht er denn? Ist das auch gebrannter Ton oder ist das, was ist das? Oder ist das einfach nur Sand? Wobei, ist Sand nicht eigentlich, ist das nicht, nee, warte mal. Sind wahrscheinlich alles irgendwie kleine Steine, die dann je nach, die unterschiedlich klein sind halt oder unterschiedlich groß und deswegen dann halt Lehm oder Sand bilden, je nach Größe halt, vermute ich jetzt mal. Ich bin mir da aber auch nicht ganz sicher. Oder liegt das an was anderem? Keine Ahnung. Wenn ich das wüsste, ja, dann würde ich ja wahrscheinlich ein Lexikon aufmachen. So, oder sowas in der Art. So, reicht das Holz überhaupt noch? Weiß ich gar nicht. Ich vermute fast nicht. Das sieht nicht danach aus. Und ich hab schon wieder... Das gibt's doch gar nicht. Alter, wie wenig Holz ich einfach finde. Das ist doch nicht normal. So, warte mal. Da. Reicht wirklich nicht. Okay. Das Ding hier in der Mitte, da weiß ich noch nicht. Irgendwie gefällt mir das noch nicht so ganz. Aber das sieht man nachher dann gar nicht mehr so doll, weil ja da noch eine Decke drüber kommt. Dann fällt das, glaube ich, nicht mehr so auf. Könnte man hier vorne vielleicht so eine Art Atrium machen fast. Muss ich mal gucken, wie man das machen könnte. Weißt du, dass es halt hier hoch geht? Warte mal. Jetzt gehst du nämlich so hoch, ne? Jetzt gehst du so hoch. Und dann würde ich fast sagen, das geht dann irgendwie bis hier oder so. Und hier ist dann Atrium erstmal. Also, nee, Atrium ist es ja nicht, sondern so ein Eingangsbereich halt. Warte mal, dann müsste das aber bis... Wäre schon fast nicht schlecht, wenn das nur bis hier ginge dann, ne? Und dann hast du hier oben ja immer noch Platz. Dann müsste bloß das hier ein bisschen anders gebaut werden. Das macht aber eigentlich gar nichts. Dann müsste ich bloß die Treppe anders bauen. Warte mal ganz kurz. Da schaue ich gleich mal, wie ich das machen kann. Dann mache ich das hier nochmal erstmal weg.
Entweder ich lasse die Treppe einfach weiter hier anfangen, das würde natürlich gehen. Oder ich mach das anders und lasse das denn hier schon so ein bisschen hochgehen, weißt du?